Hallöchen, Hallöchen. Heute gibt es was ganz Spezielles für dich. Und zwar meine Feng Shui-Tipps für ein perfektes Homeoffice. Und das kann man wohl unbedingt brauchen. Im Feng Shui nutzen wir die Energien des Raumes, um uns selbst kraftvoll in die richtige Position zu setzen. Und da gibt es heute 5 einfache Tipps für dein Homeoffice. Mein Name ist Petra Koll-Esposito, ich arbeite seit 27 Jahren mit Feng Shui und liebe meinen Beruf sehr, denn ich kann damit bewirken, dass die Menschen wieder achtsamer für sich sind und natürlich auch nicht nur achtsam für ihren Körper wie beim Yoga, sondern achtsam für ihre Umgebung. Denn wir wissen einfach, dass wir uns in manchen Räumen um etliches wohler fühlen wie in anderen. Und da will ich schon mal anfangen. Also, wie fühlst du dich selbst in deinem Homeoffice? Geht's dir da gut? Arbeitest du dort gut? Oder sagst du lieber mal eine Tasse Kaffee mehr? Oder du sträubst dich regelrecht in dein Homeoffice zu gehen? Dann würde ich mal sagen, wären vielleicht meine 5 Tipps genau das Ideale für dich. Als allererstes brauchen wir einen kraftvollen Raum. Mein erster Tipp ist, blicke nicht an die Wand. Denn wenn du an die Wand blickst, dann sagen wir immer, du hast wie so einen Balken vor deinem Kopf, wie ein Brett, du siehst deine Zukunft nicht mehr. Also weite, denn sonst ist es vielleicht auch 5 vor 12. Also das heißt, du brauchst Weite in deinem Raum. Habe besser einen festen, stabilen Rücken, eine Wand hinter dir, damit du dich in eine gute Position bringst. Schaue, dass du einen weiten Blick nach vorne hast. Und vielleicht findest du sogar das ideale Bild für dich, was du anblickst. Oder in den Weite in den Raum. Denn das bewirkt für dich eine weite Zukunft, ein weiter Blick. Das ist das Ideale. Dann mein zweiter Tipp ist, bitte sitze nicht zwischen Tür und Fenster. Denn das kann deine Energie abziehen. Du brauchst eine Stabilität und zwar solltest du die Tür sehen. Du möchtest die Tür sehen, damit du genau weißt, wer hereinkommt. Mach dich stark, mach dich kraftvoll. Blicke an die Tür. Hab eine feste Wand, blicke in den weiten Raum. Das sind die ersten 2 wirklich wichtigsten Tipps. Dann der dritte Tipp ist, gibt es Ecken und Kanten, die auf dich zeigen? Ja, ganz wichtig beim Feng Shui ist es immer, dass wir keine Ecken haben, die auf uns zeigen. Denn jede Ecke kann einen Angriff bedeuten. Wir gehen in unser Unterbewusstsein rein und nehmen manchmal diese Ecken und Kanten nicht mehr wahr. Aber sie sind eben da. Also das heißt, sie treffen auf dich, treffen auf deinen Körper. Du fühlst dich angegriffen und agierst dementsprechend auch. Also das heißt, alle Emotionen, die wir haben, haben nicht nur was mit uns selbst persönlich zu tun, sondern werden manchmal von der Umgebung stimuliert. Also das heißt, dich trifft immer eine Kante, du fühlst dich angegriffen, du wirst Menschen treffen, die dich eben angreifen, weil du eben das empfindest. Also darum ganz, ganz wichtig, schau dich einmal in deinen Platz um. Gibt es irgendwo vielleicht eine Ecke, Spitze und Kante, die du vielleicht abdecken könntest, vielleicht kaschieren könntest oder vielleicht sogar entfernen könntest? Also der ganz, ganz dringende Tipp an dich, vermeide Kanten, Ecken, die auf dich zeigen. Der vierte Tipp ist der wichtigste, räume auf, bringe Ordnung und Klarheit. Also wenn du arbeitest und ganz viele Stapeln hast, dann wirkt das auf dich, auf dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein sagt, oh, ich habe so viel Arbeit, ich möchte nur noch, muss nur noch arbeiten. Also das heißt, du wirst weniger schaffen, als wenn du dir wirklich weniger Arbeit immer auf dem Platz auflegst. Also manchmal ist weniger mehr. Schaue und ordne, sortiere aus, was du gar nicht mehr brauchen kannst. Mache dir wirkliche Listen, was du als erst abarbeitest. Mein dringendster Tipp, mach das Negativste, das, was du am unmöglichsten findest, was du gar nicht gern magst, als allererstes. Denn dann hast du den ganzen Tag nur noch Angenehmes zu bearbeiten. Und mein letzter Tipp,
alles, was kaputt ist, bitte entferne es. Denn alles, was kaputt ist, zeigt uns auf, dass es wir nicht wert sind, Ganzes zu behalten. Also schau, dass dein Stuhl und auch deine Lehne okay sind, dass auch die Dinge in deiner Umgebung vollkommen in Ordnung sind, also nichts Kaputtes, Defektes, Unliebsames ebenso nicht. Also wenn man sagt, oh, ich habe immer dieses Bild vor meinen Augen und es gefällt mir nicht, weil ich es schon gar nicht mehr mag, dann entferne es. Also das waren meine 5 besten Tipps für dich und ich freue mich sehr, wenn du die mir einfach schreibst, denn es gibt noch was ganz Besonderes. Es gibt noch deine Glücksrichtung, aber die kannst du mir gerne schreiben bei petra@feng-shui.de oder gerne unter dem Post. Also, ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Tschüss.